dann bekommt, die Quest auch angenommen wird. So. Nice. Wenn man auf das Pferd geht und die Schwerter ausgerüstet hat und ja, dann winken will, geht's nicht. Aber so geht es. Oder? Nochmal. Okay. Zyklopenzähne. So. Jetzt macht er immer wieder. Baby. So, ja, jetzt hat er mich missbraucht. Jetzt gehe ich aber wieder. Das war eine schwere Herausforderung. Ich musste zwei Sachen handeln, obwohl ich es eigentlich nicht dürfte. Oh. Schön ist das schwer gewesen. Mich, den inneren Schweinehund, beim Regeln brechen. Nein, es war keine Regel brechen, natürlich. Ich habe es ja nur wieder zurückgetauscht. Sagen, dass ich es wieder zurücktausche, gleich wieder. Da ignoriere ich die Regel mal. So, hier? Hä? Aha. Wurde angezeigt, ich muss Richtung Fiske durch die Lände und dann sind wir gemacht. Ich hoffe, ich habe bald mal sprinten. Nicht sprinten. Springen, glaube ich, oder so. Wo man schneller laufen kann. Wenn man das auf Hochstufe hat, ist man schneller als das Pferd. Braucht man aber noch 10er Geschwindigkeit Boots und sonst irgendwas. Ab dann ist man schneller. Man muss es leider immer wieder casten, aber ich glaube, die Cooldown ist auch nicht so hoch, dass man es lange nicht einsetzen kann oder so. High Voltage. Starkstromleitung. Was? Weil dem sein alter Akku wurde gelöscht und der macht ihn Boost. So, Dele. Als blöde Namensunänderung kostet 13.000. Also 13 Euro. Boah. Ich wollte einfach das LP wieder rausnehmen, weil ich ja das gemacht habe, weil es kein Dragon Basel mehr gab, aber ich finde jetzt, ich sollte es so sein lassen, dass ihr das seht. Ich bin der richtige Dragon Basler, der Let's Player. Oh Gott. Oh je. Yeah. Tötet mal bitte die Icken in Fies. So, was machen wir? Nicht in die Stadt gehen. Wir müssen mal hier in dieses Gebiet. Borgia hatte Crash. Estlel 46. Okay, Wolfsfell von Ork. Das sind die normalen Orks. Ausgewonnenes von Levan. Ja, Mannes Kleid an Levan. Wehkids. Das sind Knechts. Wenigstens einen, zwei.
Okay. Ach komm. Oh, 13. Ich würge. Ich mache große, große Würg, Würg. Ganz große Würg. Ich rede jetzt orkisch. Ich bin voll konkret krasser Orke. Husch, Ork. Ich Ork. Ich Ork. Ich Ork. Aber Knecht tönt so brav. Es tönt nicht orkisch. Ein Knecht ist ja einer, der aushilft beim König. Also beim Königreich her. Zwei habe ich gesehen. Töten alle wichtigen NPCs. Sind in der Haupthalle. Ich darf sie nur nicht übersehen. Okay, danke. So, noch ein Knecht. Ja, diese Leute, die wollen sich einfach mal einen großen Schwanz machen und zeigen, oh, sie sind mächtig, wenn sie ins Reich gehen und unschuldige NPCs töten und den kleinen, armen Level 22 oder weniger die Chance nicht geben, die Quests abzuschließen. Ich hasse sowas. Ich frag mich, wie viel Tape kosten und wo man die kaufen kann. Teleport nach Fiskel. Für 5, 500 Ximmerin. 50 Cent. Diese Abzocke die ganze Zeit. Ha. Unser Spiel, es ist sehr, sehr schlecht. Also es bringt nicht viel Geld ein. Komm, wir machen mal die Bröse größer. Vielleicht kaufen ja die Leute vermehrt. Und dann haben wir wieder Geld, indem wir einfach mal die Preise erhöhen. Oh mein Gott, wer so denkt, ist wirklich dumm wie Brot. Aber der Preis wurde eigentlich nie erhöht. Der war schon immer so extrem abzockig. Dann kam auch in der Beta und im normalen, also nach der Release, niemand, also fast, ja, nur sehr wenige und sagten, also ich kann jetzt nicht mehr erinnern, dass in der Beta und in der Release, also nach dem Release noch richtig viele Menschen da waren. Es war eigentlich nur sehr viele da, als es noch die englische Beta gab, wo einfach international alle mal drauf gewesen waren. Aber das waren noch Zeiten, das war ungefähr 2005 oder so. Oder sogar noch früher. Und da haben sie, alle haben so wirklich, wie soll ich sagen, zusammengearbeitet gegen die anderen Reichen. Da gab es richtige Invasionen und so.
Das ist heutzutage nicht mehr so. Da kommen vielleicht von 200, 300 von den Bins kommen ungefähr 50 und als bei einer riesengroßen Invasion. Okay, wir müssen noch ein paar mehr töten. Also heutzutage machen nur noch der kleinste Anteil noch mit bei den Invasionen. Die meisten Level killen oder sonst irgendwas. Oder sind die ganze Zeit beim Dragon. Das ist auch so, das wurde auch im Forum schon diskutiert. Die Spieler sind einfach zu viel abgelenkt, um Reichsschlachten zu machen. Ja, die meisten machen Dragons, wenn sie mal Zeit haben und nicht Reichsschlachten. Sind zu viel abgelenkt. Das ist nicht gut. Ja, Rechnung braucht eine Verbesserung, sonst ist es wirklich bald Schluss. Und ich möchte nicht aufhören, also ich will nicht gezwungen werden aufzuhören, weil die Server dann gehen oder so. Und schon wieder wird angegriffen. Die Igen haben einfach mal einen dicken Schwanz, weil sie so viele sind. Die greifen immer noch den Wall an, obwohl sie beide Kristalle schon haben. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was sie wollen. Ja, die wollen alle nach Fies und alle NPCs töten und Spieler töten. Oh, ich habe einen dicken Schwanz, ich kann einfach mal in ein anderes Reich spazieren und dort alle töten. Ich habe so einen dicken Schwanz. Was doof lässt grüßen. Also ich noch ein Fisch. Kann man da irgendwie durchschauen? Ob die noch hier drin sind? Scheinbar schon, da wird noch gekämpft. Da gehen wir einfach außen herum. Ah, da kam ja nicht drüber. Oh, wie dumm sind diese Leute. Dumm und hirnabontiert müssen wir noch sein. Ich werde immer wieder abgehalten, gute Let's Plays zu machen. Ja, und er handelt einfach mal der Aussier. Oh mein Gott. Okay, das geht ja gleich noch. Aber wenn sie so richtig die Chats voll spammen mit ihren ach so tollen Ausrüstung, dann ist das alles unter ihr, das da. Ja, kämpf lieber mal da, genau. Und jetzt, ah ja, wir haben noch eine in Ding unten. Ölren Aschir. Ja, toll. Nur ein bisschen heruntergestürzt und schon wieder Schaden bekommen. Eieiei. So. Gehen wir noch kurz nach Ölren Aschir. Ich muss dann unbedingt Pause machen, weil ich bin viel zu müde. Und regt mich doch nur auf hier in Regnung. Muss eine Pause machen, muss wieder ein bisschen Energie tanken, damit ich nicht gleich wieder ausraste. Ja, für die, die es noch nicht wissen, ich nehme immer um 8 Uhr jeden Tag um 8 Uhr auf. Also wer mal dabei sein will, einfach mal online kommen und mich aufsuchen, anchatten, einfach slash chat, dann meinen Namen eingeben, Drago Basler LP, und dann habt ihr
Dann habt ihr, ja, könnt ihr mich mit mir chatten natürlich. Okay, Tor ist auch safe. Die laufen alle nach Fis und lassen das Tor in Ruhe. Also, die Igen, den Igen das Tor aufkloppen. Ja, jetzt wollen sie schon wieder nach Wespe, also zum Wespe. Die machen schon nichts anderes. Aber soll es gut sein, solange sie nicht stören. Geht das schon klar. Wir bekommen einen Face. Von einem Gestein einen Face bekommen. Geht nicht ein Magna und ein Face? Wäre doch viel besser und realistischer. So, Dele. Müssen bis zurück nach Elrea. Oh, da muss ich immer wieder gehen wegen einer Reisquest. Der Weg ist langweilig. Aber ich mache auch immer den gleichen Weg. Ich gehe nicht irgendwo oben durch einmal oder geradeaus. Ich gehe immer unten beim Strand durch. Und dann dort oben hoch. So, dann haben wir die Quest auch gelöst. Okay, was müssen wir dort machen? Aha, die Quest war beendet. Scheinbar meint sie den Wald hier, oder? Den da hinten. Okay, dann machen wir das nächste Mal weiter. Ich mache noch ein paar Reichsquests. Dann sehen wir uns morgen. Mit Level 23, 24 oder 25 und... Jo, bis denne. Tschüss.